Wie du in 3 Minuten 15 YouTube Shorts erstellst und sie in YouTube hochlädst und planst. In 3 Minuten. Müsste doch gehen heutzutage. Müsste doch Tools geben für das und I have you covered, gell? Es gibt natürlich Tools dafür. Opus Clip ist ein solches Tool. Ich habe ein Video. Peppe ich den Link hier rein. Viel mehr kann ich nicht hier tun. Ich könnte auch ein Video hochladen. Das ist ein längeres Video, 15 Minuten oder so. Und ich will daraus die besten Szenen in YouTube Shorts verwandeln. Machen wir, indem wir hier den weißen großen Button klicken. Jetzt wird das rechnen, wird die viralsten Szenen aus meinem Video finden. So, die 6 Minuten waren etwa 12 Minuten lang, aber wir zählen sie nicht jetzt, weil ich in dieser Zeit etwas anderes tun konnte. Jetzt ist das Projekt fertig, ich kann reinklicken. 12 Shorts hat es gemacht und es hat hier ein bisschen bewertet das Potenzial. Also das ist der Viral Score von diesem, ist 99 von 100. Also ziemlich sicher geht das richtig ab. Was ich jetzt aber zuerst tun will, ist, dass ich bei jedem kurz reingehe und ich kann hier ein bisschen editieren, weil es aus meinem Screenshare jetzt automatisch ein Splitscreen gemacht hat. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich will, ja okay, das hat er recht gut gewählt jetzt. Ich mache da ein bisschen von dem Weiß noch weg. Okay, und der Screenshare oben, Doppelklick rein, ich könnte da sagen, okay, dürfte ein bisschen kleiner sein. Das heißt dann auch, dass es besser erkennbar ist. Und das zeigt jetzt hier an in Low-Res Preview. Aber wenn ich da Save Changes mache, dann wird das wieder richtig gerendert. Dauert nochmal 3 Minuten, die zählen jetzt auch wieder nicht. Entsprechend Edit Clip bei Nummer 2. Kann jetzt auch die Über- oder Untertitel noch bearbeiten, wenn irgendwas nicht stimmen würde. Jetzt sehen wir hier unten in der Timeline, dass es da Schnitte gemacht hat. Und vielleicht lohnt es sich zu schauen, was bei diesem Schnitt nach dem grünen Balken zum schwarzen da wirklich passiert. Ein paar Mal testen. Mikrofon schlägt aus, das ist dieses, Camlink, Landscape, okay. Hallo Hannes, ich habe gesehen, du bist. Das taugt jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich, ohne dass wir sehen, um was es hier geht. Also was ich hier machen könnte, wäre Layout, Split. Dann haben wir meinen Kopf oben oder unten und den Bildschirm im anderen Feld, wieder das, Applied All Scenes Selected und Doppelklick hier. Hier will ich den Screen wirklich zeigen. Taugt's. So. Und dann sehen die Leute da wirklich. Das machen wir natürlich jetzt. Laden wir ein. Das war jetzt ein bisschen viel langweilig. Da könnte ich sagen, okay, ich schneide da und fange erst da an. Jetzt muss es ein bisschen rechnen. Record a 10-second video. Hallo. Also ich würde den Anfang auch noch wegpeppen. Record a 10-second video. Hallo Hannes. Irgendwie sowas, oder? Finde ich jetzt besser als Einstieg. Save Changes. Geht jetzt hier nur um zu zeigen, wie das geht. Nächster Schritt. Wenn wir das für alle gemacht haben, gehen wir hin und downloaden HD. Download HD, das geht erst, wenn es fertig gerechnet hat. Nummer 1 wurde gerechnet. Und ich habe hier ein Dropbox-Folder für den nächsten Schritt, der die automatische Planung in YouTube macht. Was wir hier sehen, es speichert den Filenamen gerade mit einem Titel, der passen würde. Sehr cool, das lassen wir immer so. Es liest aus meinem Gesprochenen den Titel und speichert es auch mit diesem Titel. Brauchen wir nachher.
Ich habe jetzt kurz alle diese Clips bearbeitet, und zwar nur Kopfausschnitt und Bildschirmteilausschnitt gewählt und zack, alles heruntergeladen in einen Dropbox-Ordner. Und jetzt haben wir eine kleine Make-Automation, die das für uns direkt mit einem Klick in YouTube einplant. Und zwar haben wir am Anfang den Trigger, ich lasse ihn hier laufen mit dem Play-Button, aber es listet dann in diesem Dropbox-Ordner alle Videodateien auf. Dann macht es eine Liste daraus. Es läuft durch die Liste für jedes Video und holt das Video von Dropbox, schaut sich das an. Wir haben gehört, Opus Clip hat den Titel als Filenamen gewählt. Das schaut sich ChatGPT an. Dann laden wir das hoch auf meinem YouTube-Kanal als Short und planen es. Und wenn das getan ist, dann verschieben wir das Video in Dropbox in den Archivordner, damit der Ordner leer ist für unser nächster Versuch. Okay, hier bei YouTube-Video planen müssen wir schauen. Ich nehme immer die Position im Iterator, das ist beim ersten Durchgang 1, beim zweiten Durchgang 2, so viele Stunden mal 6 peppe ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu. Ich werde es jetzt aber ein bisschen weiter verteilen, 8 Stunden. Alle 8 Stunden soll ein solcher Short da veröffentlicht werden. Jetzt ist 4 Uhr, das heißt, ja, das wird dann Mitternacht oder so. Ja, wir machen jetzt 7 Stunden. Keine Ahnung, ob das hinten raus gibt es dann Verschiebungen. Okay, wie immer kannst du diese Automation unten einfach klauen von mir und selber einsetzen. Dafür erstellst du in Make ein neues Szenario und gehst hier unten dann auf die 3 Punkte und machst Import Blueprint. Und dann hast du die ganze Automation in deinem Make-Account. Du kannst kostenlos starten mit Make. All diese Schritte sind da drin und du kannst das selber an deinen YouTube-Kanal anpassen und an dein Dropbox und an dein OpenAI und laufen lassen. Wir versuchen das jetzt mal. Mal sehen. Save das. Run once. Erster Durchgang hier, ein Video geplant in YouTube, hoffentlich jetzt. Kein Fehler bis jetzt, Video archiviert. Zweiter Durchgang, Video geholt, interpretiert, wird hochgeladen, geplant, wird archiviert und so weiter. Okay, weil ich eines gelöscht habe, sind es 11 geworden. 11 Videos sind jetzt durch diese Automation hindurch. Ich gehe jetzt zu meinem YouTube. Die neuesten sind jetzt noch, die sind länger als eine Minute, das heißt kein Short. Lohnt sich da schon noch schnell zu schauen, weil diese, die keine Short sind, will ich eigentlich löschen. Wenn sie weniger als eine Minute sind als Short, ist okay, aber Delete forever. Ich will nicht so hochkant Videos in meinen Nicht-Shorts, also lösche ich die. Sind es nur noch 9 hier eingeplant in den Shorts. Shorts geplant, scheduled, schön in 7 Stunden Abständen in den nächsten Tagen. Das heißt, das Wochenende muss ich nicht damit verbringen, Shorts zu erstellen. Die sind alle schon gemacht. Und wie das sich auswirkt auf einen Kanal mit dem letzten Versuch, hat das so zu einem Peak geführt. Peaks in Viewzahlen sind schön und lustig. Das sind solche Shorts genauso gemacht. Es hat aber dabei auch neue Subscriber gegeben und es hat Watchtime gegeben, was schon wichtiger ist für einen YouTube-Kanal. Ich bin dann rein. Leider kann ich das nicht automatisieren und habe diese, neuerdings kann man Shorts, neuerdings, mit den langen Videos verknüpfen. Das heißt, bei diesen 6 gehe ich jetzt rein und Related Video, das kann ich leider nicht über die Automation machen.
wähle ich. Welches Video war das? 100 personalisierte Videos automatisch. Okay, speichern. Zurück, das für diese 6. Speichern. Mit dem Kopieren von einem YouTube-Videolink in Opus-Clip, dann kurz die Videos, die Bildausschnitte justieren ein bisschen, die herunterladen, in einen Dropbox-Ordner speichern, diese Automation anklicken und dann kurz in YouTube nochmal überprüfen und die related Videos reinhängen. Das in allem sind nur ein paar Minuten Arbeit für die Planung von und die Erstellung und Planung von 6 in diesem Fall jetzt Videos. Ich muss noch reinschauen, warum nur 6. Und daneben habe ich jetzt noch dieses Video aufgenommen für YouTube. Ziemlich effizient, finde ich. Wenn du Fragen hast zu solchen Automationen, gib mir einen Daumen hoch, stell die Frage unten in den Kommentaren, abonniere diesen Kanal und unten sind auch die Links, um diese Automation und andere zu klauen von mir und auch Make auszuprobieren mit einem kostenlosen Account. Also, los geht's, try it out!